Und damit zurück zu World of Final Fantasy nach einer kurzen einwöchigen Pause. Und ich habe aber nicht vergessen, was wir machen wollten. Wir wollten uns hier erstmal in unserer Stadt etwas umsehen, um noch den einen oder anderen Trank uns zu kaufen. Und They're specialty items made by isolating a Mirage's abilities. If either the one of you equips them, you'll be able to wield whatever the abilities they hold. The right Mirages with the right the stack can make for a powerful combination. Genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus, um uns einen Stapel zu machen, der uns etwas, ja, ich sag mal, stärker macht letztlich, ne? Also, ich habe gelesen, Feuer und Feuer ergibt dann Feuer. Das heißt, man könnte dann einen Feuerzauber wirken. Und ja, wir probieren es dann einfach mal, wenn wir dann mal so weit kommen. What is this place? Mon, are you alright? Yeah. Did you just see that? Should you two be here? A Tonberry? Quite so. A Tonberry through and through. Now should you children be this far afield? Far up what now? He's asking if we're lost. I guess he's got a point. I have no idea where we are. As I thought. Then you should both come with me at once. It's not safe here. Ich habe auch das Gefühl, dass die Grafik hier gerade etwas schlechter ist. Ich spiele ja derzeit auf der PlayStation Pro und ich habe da gelesen, dass einige Sachen nicht so gut laufen sollen, wie sie laufen sollen. I give you the Colosseum. Jawohl. Sehr nice. Sehr nice. Das ist jetzt gut, dass wir das Kolosseum freigeschalten haben, denn wir können uns jetzt dadurch unsere Tickets einsetzen, die wir von der Vorbesteller oder Day One Edition Vorbesteller ja halt als Bonus nutzen können. Okay, im Kolosseum herrschen folgende Regeln. Stellst du dich deinem Herausforderer ein zweites Mal, fällt die Belohnung für einen Sieg anders aus als beim ersten Mal. Das ist natürlich logisch, sonst könnte man ja hier die stärksten Gegner nehmen und sich im Level hochpushen. Das ist ganz, ganz gut. Zu Beginn des Kampfes werden deine TP und AP regeneriert, deine Erlöserleiste aber auf 0 gesetzt. Die Erlöserleiste ist die links unten ist, wo man dann solche Helden rufen kann wie Titus, der dann halt Blitzballgott macht, wie aus der Demo. Wenn du das Kolosseum verlässt, werden deine TP, AP und deine Erlöserleiste auf ihren ursprünglichen Wert zurückgesetzt. Also ist es quasi wie ein Herausforderungsmodus hier letztlich. Du kannst aus einem Kolosseumskampf nicht fliehen. Du kannst auch, glaube ich, nicht sterben. Also es passiert nichts. Aber wir speichern trotzdem mal. Ich denke mal, der Punkt ist nur dafür da, dass wir uns die Mirage noch aussuchen können. Ich werde aber mit unserem aktuellen Kampfstapel trotzdem weiterkämpfen. Denn ich glaube nicht, dass das jetzt so extrem nach hinten losgehen wird. Wir sind ja stark, also das kann uns ja keiner abnehmen. So, hier ist das Tor. Okay, wir müssen, ich glaube, auf Chibi spielen, oder? Ich glaube ja. Schau mal nach. Ich habe kein L bei ihr, das heißt, wir müssen sie groß lassen, ne? Die hat da 1080, ja, wir lassen sie groß, weil ich glaube nicht, dass ich noch ein, ne, habe ich nicht. Okay, dann lassen wir sie groß. Das tut nichts an, ich merke auch gerade, das ist ja etwas, es hängt leicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich will das machen. Genau, so. Yes, what is it? Möchte im Kolosseum stellen. Ja.
Gut, wir bekommen eine... Ah, das ist natürlich schön, wenn wir diese besiegen, bekommen wir Items. Zum Beispiel einen Eissamen, wenn wir den Kampf gegen die Bestien nochmal bestreiten. Und ich sehe aber hier jetzt gerade nicht... Magitek Mac, ach doch, genau. Also die können wir hier alle machen. Und... ich würde sagen, ja, das machen wir auf alle Fälle. Ich habe jetzt Lust auf die Magitek hier. Schauen wir mal nach. Was wir dann für einen Zauber oder wie wir uns die Mirage fangen können. Schauen wir mal nach. Wir haben sie dreimal. Also ich zeichne jetzt auch gerade auf HD auf. Vielleicht liegt es auch deshalb daran, dass es von der Qualität her nur hochskaliert wird. Kann natürlich auch sein. So, Analyse. Zeig mal her. Was brauchst du? Reduziere ihre TP. Jawohl, du benötigst zudem eine Elderbox. Das haben wir nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass wir den jetzt nicht gleich platt machen. Okay, das hat dann wohl nicht geklappt. Machen jetzt auch nicht so viel Schaden. Also können wir uns auch beherzt etwas Zeit lassen. Aber ich glaube... ach, wir haben ja diese Box nicht, ne? Aber wir kämpfen ja zum ersten Mal gegen die. Vielleicht kriegen wir danach eine Box. Weil es wäre auch eine El-Mirage. Ne, haben wir nicht bekommen. Schade. Aber wir schauen trotzdem mal durch. Well done. Wir schauen trotzdem noch Valfaris. Vita-Samen bekommen wir. Schauen wir mal nach, ob wir uns den fangen können. Als Final Fantasy X Liebhaber ist es natürlich eigentlich eine Pflicht. Ah, die sind natürlich auch auf dem Stapel drauf. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Müssen wir erstmal runter. Na, die machen schon etwas mehr Schaden. Ich mache es mal einen Stapel weg. Und dann können wir den anderen nämlich dann ganz langsam auseinandernehmen. Obwohl. Horn, probieren wir es mal. Vielleicht klappt's. Okay, die sind weg. Jetzt brauchen wir hier einmal. Ja, ich nehme mal einen Heiltrank rein. Ich habe keine mehr. Ich brauche unbedingt Heiltränke. Die muss ich mir dann kaufen. Von unserem Choco-Freak. Nenne ich sie ja. So, Mittel. Horn, Kampfstoß. Ja, nimm mal Horn. Hat natürlich nichts gebracht. Was hat er? Er hat auch noch sowas. Fuchsfeuer war das dann noch, oder? Vernichtend werfen. Na dann, werf mal. Jawohl. So. Und jetzt kümmern wir uns. Nein, es war der falsche. Aber wir sind schneller dran. Um den Mu erstmal. Und jetzt um den Kaktis. So, und jetzt schauen wir mal nach, was wir für unseren Valfaris benötigen. Ein Kaktis-Prisma. Verwende Erdattacken. Achso, Kukatris heißt der. Lesen wir Kaktris. Kukatris müssen wir haben. Wir haben aber keine Erdattacken. Da haben wir irgendwann eine Erdattacke. Physisch? Nee, Hund? Nee. Nee. Schade. Muss ich mir mal merken.
ein Vita-Samen, das heißt, einer von unseren Miragen kann Vita. Und wir haben eine Trophäe, eine neue Herausforderung. Heißt es jetzt, dass wir jetzt noch mehr zur Auswahl haben? Okay, ein angehender Weihnachtsmann. Das ist natürlich auch cool. Dein Freund und Helfer, das haben wir abgeschlossen. Bekommen wir irgendwas, wenn wir das fertig haben? Sakura, die Königin der Chocobos. Der Hut macht den Unterschied. Leg dich nicht mit einem Bommel an, Kubo. Eisrasamen, das ist natürlich auch Stufe 37, ne? Also das ist nicht ganz ohne. Ja, genau, jetzt hier Stufe 34. Ja, auf alle Fälle sehr, sehr Come back soon. Interessant. Gut, gehen wir mal ins Türchen rein. Das Tor verwenden. Nein. Miragentresor aufrufen. Wir haben ja unsere rechte Hand, unsere rechte Klaue. Unsere rechte Klaue. Die kann, was kann denn die? Die kann nichts. Die hat, glaube ich, gar keinen Effekt drin. Das Schneefleckchen ist gut, haben wir nämlich was für Eis. Wir haben unsere Dunkelkralle, die macht Feuer. Wir haben unseren Pudding, der macht, ich glaube, dunkle Attacken. Er macht Blitz. Der Mini- oder Baby-Mod macht auch Der hat 4 Morphosen. Geil. Muss ich auch mal irgendwann noch mal machen. Aber ich glaube, du musst die erstmal fertig kriegen, alle. Dann kannst du hier rauslaufen. Ach, geht gar nicht. Ich muss quasi da so lang. Okay. Tor verwenden. Ja. Ja. Jetzt. Jetzt haben wir es. So, redet ihr jetzt mit mir? Nee. Es kann natürlich auch sein, dass die Grafik jetzt nur durch meinen Fernseher so schlecht dargestellt wird. If the one of your mirages has learned the stroll ability, it will follow you around in the field, just as the lawn as you included in your lineup. Speaking of the witch, I have that ability too. So if you always the one to adorable Tama at your side, keep me in your lineup, okay? Okay, okay, ja, okay, okay, okay. Das haben wir verstanden. So, jetzt geht's nochmal in die Nordpromenade. Vielleicht kommt jetzt nochmal so eine Zwischensequenz. Zwischensequenz. Naja. Gehen wir mal zum Chocobo-Nerd hier. Kannst du das aufheben? Nee. Okay, das sind dann doch nur die Lichter. Guess who's got some brand spank? Welcome to the Chocolate Mart. Ja, schön. Was hast denn du? Ein Heiltrank 400. Ihr könnt uns. Aha, okay. Wir machen mal hier 20 Tränke. Da sind wir erstmal hier auf der sicheren Seite. Was haben wir denn noch hier im Amnesie? Bomberfragment fügt einem Gegner geringen Feuerschaden zu. Okay. Elektrokugel, das sind halt die einzelnen. Oh. Konfus. Leuchtbombe, Tobsucht, Amnesie. Um Feuer zu erlernen, um Eis, Blitz, Aqua, Aero, Vita, Balance, Analyse. Okay, ich würde jetzt einfach mal. Wir haben noch keine Wasserattacke, ne? Kostet 3000. Puh. Ich kaufe mal eine. Ein Aquasamen und jetzt mache ich mal. Ach, verursacht manchmal bei einem Gegner. Gucken, ob das reicht mit dem Geld. Wasser brauche ich nicht, bei Wasser habe ich dann die Attacke. Eis brauchen wir. Blitz brauchen wir. Feuer haben wir. Dürfte reichen. Okay. So. 469 Rest. Klasse. Thank you. Bitte. Es macht mir immer wieder Freude, mein Gil bei dir zu lassen. Du Halsabschneiderin. If the one of your mirages
Mirage's has unlocked the Joyride ability, you can hitch a ride on it as long as it's in your lineup. It might let you get around them more quickly. It might let you access some new of the places. It might to help you find cool stuff. Or it might not to let you do any of those things. Yeah. Sometimes the Joyride ability is just there because it's the fun. Give it a try and you might be the surprised. Natürlich. Andere Orte erreichen, ja, das geht bestimmt. So, ich werde jetzt mal speichern und dann werden wir uns wieder zurückbegeben nach Saronia, um dann dort etwas weiterzukommen in der Story. Und zwar müssen wir uns ein Boot besorgen. Ja, ein Boot besorgen. Das wird, denke ich mal, leicht werden. Und wir müssen bestimmt irgendjemanden helfen, irgendetwas zu erledigen. Aber das ist ja okay soweit. Und ich finde das schön, wie das hier dargestellt ist, wie hier die Karten miteinander verbunden sind. Ich finde das schön gemacht. Also das gefällt mir wirklich. Hier Cornelia und dann diesen Waldweg, den wir gegangen sind. Und ja, dann brauchen wir ein Boot und werden wahrscheinlich dann das Wasser runterfallen. Und ja, sieht man dann nochmal, wie alles miteinander verbunden ist und wir dann bestimmt irgendwann ganz nach oben müssen. Da ist noch ein Vulkan, dann noch so ein dunkles Gebiet. Wird sehr interessant, also ich freue mich wirklich auf den weiteren Spielverlauf. Und ich bitte darum, nicht zu spoilern oder sonstiges. Schön, so, dann schauen wir mal. Wir haben ja letztens schon halt erfahren, wir brauchen ein Boot und wir sollen die Bewohner Saronias danach fragen. Dann machen wir das. Hey, did you hear? There's a real pirate ship in the harbor. It's so cool. Aber was mal jemand mal sagen könnte, kann man Miragen verpassen? Also gibt es wirklich Miragen, die es nur ein einziges Mal gibt? You're heading for the low seas? That's completely insane. I can't lend you a boat, but I'm rooting for you. Okay, also die Info mit dem Piratenschiff. Ja. Es wird wohl so werden. At this rate, we might as well swim to the low seas. Well, you can't really blame them. They probably need every boat they've got to make ends meet. Wait, hold your chocobos. Didn't somebody mention a pirate ship was parked at the pier? Yeah, something like that. Why? What's your point? I've got an idea. What if we beat up all the pirates and then commandeer their ship? What? There's no way it'll be that easy. Well, we don't have to go in with Mirage's blazing. We might just be able to sneak off of it. They're pirates, right? Who's gonna file a complaint? I guess. It's definitely risky, but if we don't get our butts in gear, Refia's not uncle, or that freak in the creepy golden mask might come along and really rain on our parade. Lesser of two evils it is. Docs, here we come. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Na, aber. Das Tagebuch eines Mädchens Nummer 3. Oh. Hier war's. Ganz komisch. Das Tagebuch eines Mädchens Nummer 3. Adaman Symmetriel Nummer 6. Mama ist vor dem Haus zusammengebrochen, als sie zur Arbeit gehen wollte. Der Arzt meinte aber, es sei nur eine Erkältung. Sie lächelte tapfer und sagte, ihr fehle nichts. Aber sie sah so blass aus. Und sie hatte auch ziemlich hohes Fieber. Ich freue mich natürlich, dass Mama jetzt für eine Weile daheim bleibt. Aber ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Werde schnell wieder gesund, Mama, damit wir zusammen spielen können. Ja, mal sehen, ob sie wirklich gesund geblieben ist. Ich wünsche euch natürlich viel Glück dabei. So, wir haben ja auch hier, wie gesagt, diese Kolosseums-Tickets. Und das sind die, die wir vor uns gemacht hatten. Gegen den Mac haben wir gekämpft. Dann der Kaktor mit der roten Kappe, also unser Schaffner quasi. Und ja, das ist halt dann für uns halt da, so die Erinnerung.
Also man kann Walfaris so freischalten mit dieser Erinnerung halt. Man braucht halt diese Erinnerungen. Und wir können auch Fenrir freischalten mit der Erinnerung. Und zwar ist das nämlich von unserem kleinen, Dunkelkralle. Ist es das nämlich. Und wenn ich da mal drauf gehe und dann mal hier schaue, ist das nämlich bestimmt Fenrir. Und das heißt, hier kriegen wir Weißkralle. Und das ist dann Fenrir. Gehe ich mal stark davon aus. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, was es so bringt. Und lassen wir uns überraschen. Wir müssen jetzt auf alle Fälle erstmal. Strick mal L2. So war's. In den Hafen von Saronia. Hafen von Saronia. Not exactly the most cheerful of the place. Yeah, and it looks like mirages are roaming around too. These docks need to get docked a few points. Let's watch our step. Gut, dann suchen wir mal nach dem Piratenschiff. What have we got? A cannon? What's it doing here? Aha! Nice! It's a perfect... What just happened? Naturally, this must be how the locals get around. Uh-huh. Naturally. Gut, also wir können jetzt uns mit Kanonen von A nach B schießen. Aber nur hier. Oh, eine Truhe, die als Monster getarnt ist. Ein Monster, das als Truhe getarnt ist. Super. Au! Na, der fängt ja gleich mal Vollgas an, uns hier zu penetrieren. Okay, wir brauchen ein Zauberpott-Prisma, das haben wir noch nicht. Naja, dann mal voller Tage. Auf Mimik. Das macht normale Attacken. Jetzt noch. Kommt er, okay. Dann können wir ganz normal weiterkämpfen hier. Wir können es einfangen. Attacke. Ein neues Monster der Stufe M. Mimik. Sehr schön. Die sehen auch immer anders aus, die Mimiks. Also nicht hier jetzt im Spiel, aber in den ganzen Final Fantasy Teilen sehen die alle ganz anders aus. Und ich kann nur zum großen Teil von Final Fantasy X reden. So, ja, schön, Mimik. Diese Mirage verkleidet sich als Schatztruhe, um ahnungslose Schatzsucher zu überrumpeln. Aus einem Kampf kann man nicht fliehen mit ihm, das ist sehr schön. Mimiks leiden manchmal an einer Identitätskrise, aber das bringt wohl der Job mit sich, ja. Da stimme ich natürlich voll zu. Ist ausgeprägt auf Magieabwehr, das ist natürlich auch sehr interessant. Resistent gegen gar nichts und die Zustände... Ja, gegen, ich glaube, was ist das mit dem Auge? Gegen blind und Gemach ist es anfällig. Schön. Wieder eine neue Mirage und wir behalten den Standardnamen. Mitnehmen. Will ich es wirklich mitnehmen? 1, 2, 3, 4. Nee, das nehmen wir nicht mit. Das lassen wir bei Seraphie. Im Tresor. Gut. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Okay, laufen wir mal weiter. Schauen wir mal, wir haben jetzt hier zwei Wege. Weg Nummer A und Weg Nummer
B. Ich lauf mal hier runter. Denn hier oben geht's weiter und hier unten wird mir noch nichts angezeigt. Das heißt, hier könnte vielleicht etwas Wichtiges sein. Zum Beispiel eine Truhe und ein Monster. Jawohl. Let's make this good. Dreimal ein Pudding. Ja. Naja. Ach Quatsch, habe ich den noch nicht? Tatsache. Dann fangen wir doch mal den Mini-Pudding. Na aber. Aqua, okay. Ich will ihn jetzt fangen. Koste es, was es wolle. Ah, das war schon knapp. Das war schon sehr knapp. Klappt immer noch nicht. Also Leute, das kann sich nur um Sekunden handeln. Das gibt's doch nicht. Was war das jetzt gerade? Achso, das war der Konter davon. Hm. Klebrige Masse. Wir versuchen mal den anderen einzufangen. Vielleicht klappt der besser. Das gibt's nicht, oder? Erstmal einen rausnehmen jetzt hier. Und jetzt bis zum Erbrechen. Ich will diesen Mini-Pudding haben. Ah, das war schon. Oh, das war schon wirklich knapper. Knapper, knappsten. Knapp, knapper am knappsten. So rum. Das ist doch nicht wahr. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mit Tama vielleicht nochmal etwas Schaden reinmachen können. Jetzt können wir den nicht fangen. Jetzt geht er definitiv. Jetzt geht er definitiv down. Nein! Warum ich auch hier keinen Stapel mache? Stapeln. So. Ja, der ist raus. Die kann auch gleich nochmal stapeln hier. So. Einfangen. Ich will den jetzt haben. Was ist denn das für ein penetranter Pudding? Was soll das? Na los, komm, jetzt aber. Das gibt es doch nicht. Ey, was ist denn da los hier? Wir probieren es noch viermal. Noch dreimal. Dann werde ich ihn. Komm. Gibt's doch nicht. Jetzt, beim letzten Versuch angesagt. Puh. Das war heftig. Er hat sich wirklich tapfer gewehrt. Und ist gerade mal S. Ein wackeliger Pudding, der erstaunlich viel einstecken kann. Mit etwas Karamell bestimmt lecker oder auch nicht. Ist extrem auf Abwehr und auf Geschwindigkeit. Das ist sehr schön. Und das Schöne ist halt hier, wenn wir die Metamorphose gemacht haben und machen dann das S-Monster stark. Oder das M-Monster jetzt in dem Fall. Wird das S-Monster auch stärker. Das ist klasse, dass es so überbrückend ist. Das ist wirklich schön. Vielleicht ist es ja auch so, dass wenn man mit S anfängt, dann halt das M so stark ist wie das S und man dann immer stärker machen kann. Gut, ja, ist halt dieses typische Feuersteinpapier, ne, Feuersteinpapier, Schere-Steinpapier-Prinzip. Feuer anfällig und gegen Eis, nö, nicht so. So, Standardnamen verwenden, der Mini-Pudding, ich bin mir sicher und
Er bleibt bei Seraphie. Obwohl, es müsste eine Sie sein, mit rosa Augen und Kajal. Naja. Gut, jetzt muss ich natürlich erstmal einen Trank nutzen. Oder gleich zwei. Für jeden. Vier Tränke weniger haben wir noch 16, natürlich. Wir haben einen Aquasamen gefunden. Dankeschön, den habe ich mir nicht erst für 3000 Gil gekauft. Ach, Mensch. Ach so, ja, wir haben ja nur einen Stein. Miraport. Wir haben das Küken mit. Hat das Küken einen freien Platz? Hat das Küken einen freien Platz? Natürlich nicht, denn es hat gar keinen freien Platz. Okay. Er hat noch einen freien Platz gehabt. Nein, das wollte ich gar nicht nehmen. Jetzt. Unser Auge, Schwebeauge, hat unser Schwebeauge einen freien Platz? Nein, natürlich noch nicht. Oh. Und ich frage mich auch, warum diese hier so umrandet sind. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber weil das... Ah, nee, das ist ja auch eine Attacke. Ach so. Okay. Also wir können damit zum Beispiel hier über eine kurze Distanz flattern. Sehr gut. Sehr gut. Man müsste eigentlich alles als sein Miragenboard so aufbauen, dass jede Mirage, dass man quasi alles abdeckt, was man braucht. Also gerade mit unserem kleinen süßen Fuchs hier, der uns halt Eis wegbrennen kann. Feuer! Untersuchen. Zur Aktivierung. Gewicht 5 oder schwerer. Wasserresistenz 50 oder stärker. Okay, wir brauchen erstmal eine Wasserresistenz. Das schauen wir mal durch. Ich glaube, das hier hätten wir 25. Und nochmal 25. Ah ne, das ist ja nur einer, ne? Achso, hätten wir hier nochmal. Ah, Gewicht 5. Was hat denn der? Der hat schon... Na, alles klar. Gut. Ist gebongt. Das wird unser Babymod. Unser Babymod war das. Ach ne. Ach ne, das ist ja fies. Das ist ja wirklich fies. Wir brauchen Gewicht 5. Jetzt habe ich mich hier verguckt. Da habe ich mich hier verschaut. Können wir gar nicht machen. Schade. Ach so, oder schwerer. Na dann, dann ist es egal. Dann ist es egal. Ist ja nur die Minimalanforderung, das ist ja gut. Da hätte ich mich jetzt fast verlesen, hätte dann ein bisschen Hass geerntet. Aktivieren. Bum, 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 bum. So, was gibt's? Ja, wie hätte es auch anders funktionieren können, oder? Na, komm. Hä? Ach so. Ah, okay. Also ich muss dann wieder zurück. So, jetzt können wir das hier durchlaufen lassen. Nummer 1 ist weg. Und Nummer 2 ist noch nicht ganz weg. Schade. KDAD. Ich finde es auch schade, dass man die nicht auswechseln kann, dass die halt separat mitlaufen, dass man quasi nur einen Kampfstapel mit Monstern hat. Babymod, wieder eine Stufe hoch. Sehr schön. Eine goldene Sanduhr und etwas Gil. Ja, wir müssen jetzt wieder zurück, denn hinten hat sich der Steg erhoben durch den steigenden Wasserspiegel. Wir können halt dann quasi wieder rumlaufen.
Gut. Jetzt geht's hier drüber. Auch eine sehr schöne Kulisse im Hintergrund. Das sieht klasse aus. Wie aus so einem typischen Piratenfilm. Sehr, sehr, ja, sehr nice. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen weiter. Ihr könnt rechts oben abonnieren und links oben kommt ihr zur nächsten Folge. Und damit sage ich, macht's nach, macht's besser. Euer Rico.